Abschied nehmen von ein paar unserer alten Klamotten. Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Irgendwie jeden Vlog dieselbe Begrüßung. Ist aber eigentlich normal, oder? Stört euch das oder nicht? Stimmt mal in den Kommentaren ab. Oder vielleicht habt ihr ja auch eine Idee für eine andere Begrüßung. Aber ja, jetzt halte ich sie erstmal so bei. Heute ist Donnerstag. Wir haben schon relativ spät, 17 Uhr. Ich habe meinen Tag fast heute nur damit verbracht, auf den Postboten zu warten. Denn gestern habe ich es schon vermasselt. Ich habe ihn nicht gehört, beziehungsweise schon gehört. Aber ich bin ehrlich, ich dachte, okay, das Paket ist vielleicht nicht so wichtig. Ich war einfach so unmotiviert aufzustehen. Total doof. Aber Kobi meinte, es auf jeden Fall, es wäre ein wichtiges Paket, also jetzt kein wichtiges Paket, aber er hätte es halt sehr, sehr gerne gehabt. Deswegen habe ich heute den ganzen Tag auf den Postboten sehnsüchtig gewartet. Das Problem war halt nur, ich musste den ganzen Tag hier unten bleiben. Ich konnte nicht hoch duschen und so einen Kram, also ja, mittlerweile jetzt schon, weil er da gewesen ist. Aber es ist wirklich so ein krasses Phänomen. Phänomen? Alter, keine Ahnung. Dass wenn man oben bei uns ist, man einfach nichts hört, wirklich. Also du musst schon genau hinhören. Wenn du schon den Wasserhahn oder irgendwas anhast, ist einfach vorbei, du hörst nichts. Deswegen saß ich, glaube ich, von 8 Uhr bis 14.50 Uhr oder so einfach hier unten und habe ja was am Laptop gearbeitet, halt einfach gewartet, dass der Postbote kommt und er ist gekommen. Und ja, jetzt schon wieder 9 Minuten Video. Schatz, wenn wir dieses Video hier sehen, wir müssen unsere Speicherkarten leeren. So, kurz ein paar Dateien gelöscht und jetzt haben wir 4 Minuten Speicherplatz. Super gut. Der macht mich verrückt heute. Ich hatte hier vorhin so eine Wäsche. Ja, jetzt ist er weg, ne? Jetzt ist er weg. Ja, ich hatte da so ein Wäsche. Ich muss den Fernseher mal was leiser. Ein Wäschekorb stehen und da hat so ein Bömmel von Kobis Hose rausgeguckt. Und da hat er den ganzen Tag. Warum ist das eigentlich so blaustichig die ganze Zeit? Und da hat er die ganze Zeit dran rumgeknabbert. Und jetzt habe ich den Wäschekorb weggestellt, weil er einfach nicht aufgehört hat. Und jetzt hat er gerade danach gesucht. Was ich eigentlich sagen wollte: Heute ist irgendwie mega der Wurm drin. Kennt ihr so diese Tage, wo ihr wach werdet und ihr euch schon so denkt, okay. Heute ist kein guter Tag, also ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so, aber einfach, wenn ihr so das Gefühl habt in euch drin, so, ihr fühlt euch einfach nicht so hundertprozentig gut. Ich weiß nicht, ich habe das einfach manchmal, und ich bin wach geworden und mir hat irgendwie mein ganzer Körper wehgetan. Ich weiß nicht, ob ich mich verlegen habe oder, keine Ahnung, mir war auch mega schlecht. Und jetzt, ja, habe ich mich gerade erst um, ja, 17 Uhr ein bisschen ready gemacht. Ja, einfach mich ein bisschen besser zu fühlen. Hat nicht so viel gebracht, aber egal, der Tag muss natürlich trotzdem weitergehen. Kobi kommt jetzt gleich aus dem Büro und wir haben einiges zu tun heute. Nehmen wir euch natürlich wie immer mit. Aber ich war vorhin schon ein bisschen fleißig und habe angefangen, irgendwie so die Küche ein bisschen aufzuräumen, auszumisten. Für mich ist das irgendwie alles mega auf den Senkel gegangen, dass hier alles so, ja, in den Schubladen unordentlich war. Ich zeige euch mal gerade, wir haben ja hier unseren unseren Backofen und darunter die zwei Schränke. Und ja, das Doofe ist, hier unten sind unsere Teller und so drin. Also, das ist auch jetzt alles wieder, okay, da kann man nichts unordentlich machen, aber ich habe es mal ausgewischt und wieder schön hingetan. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe nicht aufgenommen. Gott sei Dank. Okay, ja, und ich würde die eigentlich gerne hier oben haben, weil hier oben ist einfach nur das hier drin. Da sind immer die Tupperdosen und, ja, so Servierzeugs und Eierbecher. Da waren noch ganz viele andere Kram, aber den habe ich jetzt aussortiert. Das sah vorher wesentlich unordentlicher aus. Aber hier könnte man auf jeden Fall viel mehr drin stauen. Aber was ich gerne machen würde, weil das braucht man nicht so oft wie die Teller, die muss man täglich benutzen. Das Problem ist nur, die Teller sind viel, viel schwerer als der Kram, der da oben drin ist. Und wenn ich die Teller hier oben reinmache, die Schublade geht immer ein Stückchen nach unten. Und irgendwas ist damals beim Aufbau schief gelaufen, dass die sich halt... Moment, ihr hört das jetzt wahrscheinlich? Okay, nee, jetzt nicht, weil jetzt die untere Schublade so einen Millimeter nach unten gedrückt wird. Dann wird die quasi runtergedrückt und die hier nicht. Und dann schleift das so ein bisschen, ja... Kratzt das die ganze Zeit so aneinander. Aber egal, ja. Auf jeden Fall, hier habe ich den Putzschrank aufgeräumt. Dann habe ich das da drinnen mal aufgeräumt. Jetzt gerade bin ich halt hier, hier angekommen und habe schon hier unten unsere Kelloggs und Toast-Schublade und so aufgeräumt. Und die Dinger wollte ich jetzt hier wieder in die Behälter füllen, darin machen. So sieht halt diese Schublade aus. Die muss auch mal aufgeräumt werden. Hier, was mich mega stört, ist diese Schublade. Hier fallen einfach immer Krümel rein. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ja, mach mich auf jeden Fall kirre. Jetzt habe ich euch viel zu sehr zugelabert mit der Küche, aber das ist gerade ein Problem, was ich habe. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Und dann warten wir, bis Kobi hier ist und dann geht's auch los. Heute geht's wieder auf Reisen. Heute geht's wieder auf Reisen. Kamera fokussierter. Der schnappt immer so nach der Kamera.
Du bist ein kleines... Ui, hallo! Du bist ein kleiner Vlogging-Hund. Hm? Sag mal, wie war dein Tag? Ja, ich habe ganz gut geschlafen heute. Ich habe auch schon ordentlich draußen Kacke und Pipi gemacht. Aber die Mama nimmt mir immer meinen Schnürsenkel weg. Naja, sonst war es ganz gut. Ha! Oh ja! Wie ihr seht, bin ich gerade nach Hause gekommen und wir hatten bisher einen extrem stressigen Tag. Also ich gerade aus dem Büro, dann hier direkt hier kurz nach Hause, Pakete gepackt, direkt zur Post gebracht, jetzt schnell geduscht, dann müssen wir jetzt zur meiner Bank, einen Banktermin. Ich habe da irgendwie ein paar Probleme mit meinem Online-Banking. Was macht ihr zwei hier? Der ist mich holen gekommen. Aha, aha. Angekommen in Kölle und wir haben uns jetzt immer angewöhnt, mit dem Kleinen, bevor wir irgendwo hingehen, nochmal wirklich zu gehen. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen ja jetzt gleich Burger essen. Bei unserem Lieblingsburgerladen in Cologne. So, ihr Lieben, wir sind angekommen bei Zimmermanns Burger. Wirklich der absolut beste Burgerladen. Das ist einfach so unfassbar lecker. Hier haben Chili Cheese Pommes und natürlich meinen Burger wie immer. Juli ist am Knabbern. Und schaut mal bitte, wie cool. Der echte Mone Burger und der echte Kobe Burger. Wie cool ist das denn, weil wir zwei einfach immer dasselbe bestellen. Sehr, sehr lecker. Jetzt geht's erstmal hoppa hoppa. So, ihr seht, es ist schon deutlich dunkler als eben. Beziehungsweise jetzt ist es schon Nacht. Wir haben sehr, sehr lange da gesessen und gequatscht, über Gott und die Welt geredet. Ich habe sogar richtig, richtig geil, ich habe ein Buch geschenkt bekommen vom Basti, dem besten Mitarbeiter im besten Burgerladen. Und zwar haben wir uns so mäßig gut verstanden und kennengelernt über Witze halt. Er meinte so, ja, was machst du und so. Und ich sagte, ja, machst du ein bisschen Comedy und Unterhaltung und so. Und er so, ja, dann erzähl doch mal einen Witz. Ja, dann hatte ich natürlich keinen auf Lager. Und dann haben wir da halt so tagelang, monatelang Witze drüber gemacht. Und jetzt hat er mir einfach ein Buch geschenkt. Und zwar, das soll ein Witz sein. Richtig geil. Muss ich mir auf jeden Fall geben. Ist ein dickes Buch sogar. Also jetzt klar, kein Riesenteil, aber auf jeden Fall schon was Ordentliches. Muss ich echt mal reinschauen. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, falls du das sehen solltest. So, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Die Jungs sind da hinten. Hallo. Hallo. Wir sind gerade in den Kölner Kahn angekommen. Juli ist natürlich wie immer hallo mit am Stüssel und es fängt gerade an zu regnen. Mega eklig. Ja, okay, wir gehen da lang. Mega ekliges Wetter. Wir müssen hier was umtauschen bei mega hektischer Vlogstart und meine Haare sind auf jeden Fall on fleek. Ja, wir müssen hier was umtauschen beim Mediamarkt und ich wollte beim Mediamarkt auch was gucken. Genau, einfach mal Russ aus dem Huss, ne? Okay, nein, der Hauptgrund ist, weil wir was umtauschen müssen und genau. So, Juli, kurz gucken, ne, ob ein Auto kommt. Gut, du darfst. Und ja, jetzt gehen wir erstmal rein, weil es fängt an zu regnen. So, wir sind in den Kölner Kahn drin. Hast du gesagt, was wir hier machen? Oder ein Ding hat geblinkt? Achso, okay. Und sind jetzt gerade was essen. Luca und ich sind in einem örtlichen Waffelladen und Mono bei einem ganz normalen Restaurant. Und ja, da gönnen wir uns jetzt was Leckeres zu essen. Juli kriegt auch was. Der hat eine Stange bekommen, jawohl. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken, ne? Yes. 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 Den willst du auch wegtun? Was will ich wegtun? Ey, ich zieh die Gitter, aber ich kann es ja nicht wegtun. Die hast du auf die Stapel getan. Ich glaube, wir müssen nochmal neu sortieren. Wir müssen auch nochmal neu sortieren. Okay, Leute, also wir wollten eigentlich jetzt ja, Abschied nehmen von ein paar unserer alten Klamotten, aber irgendwie haben wir jetzt gerade hier angefangen, alles wegzuräumen. Und die liegen eigentlich schon mit einem Jahr. Ja, das ist dieser Stapel, der oben die ganze Zeit lag. Und wir wollten den halt jetzt zur Nachbarschaftshilfe bringen, aber irgendwie, warum? Also willst du diese Gettermann-Level-Jacke nicht? Nehme ich mit, ja. Ja, komm, ja, Alter. Ganz ehrlich. Okay, wir müssen nochmal neu sortieren. Okay. Jetzt haben wir aussortiert. Luca hat eine Gettermann-Level-Jacke dazu bekommen. Und jetzt heißt es, Abschied nehmen, wir bringen die Sachen jetzt zur Nachbarschaftshilfe. Wir wissen überhaupt nicht, oh Gott, ich habe was im Hals. Achtung, Juli ist hier. Achtung. Wir wissen gar nicht, wie das abläuft. Und auch, ob die alle Klamotten nehmen, keine Ahnung. Aber meine Mama, beziehungsweise halt unsere Eltern, die gehen da halt immer hin. Und die sagen, das ist ganz cool da, weil man tut halt was Gutes. Und bevor man die Sachen jetzt einfach wegschmeißt, ja. Und in diese Kleidercontainer, da habe ich halt ganz viele Reportagen mal schon mal drüber gesehen. Das ist halt, also das sollte man nicht unterstützen. Deswegen versuchen wir es bei der Nachbarschaftshilfe. Wir beginnen, das hier bezahlt, was du mit
Möchtest du mir noch irgendwas machen? Nee, vielen lieben Dank. Okay. Danke. Tschüss. So, okay, also ihr habt ja die Aufnahmen gesehen und irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Tatsächlich weiß ich auch nicht. Ich dachte irgendwie, das läuft anders. Aber wir sind ja nur kurz rein. Die hat gesagt, ja, hier legt die Sachen da ab und dann sind wir wieder gegangen. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber halt irgendwie anders. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr nicht genau beschreiben könnt, was ihr euch vorgestellt habt, aber halt auf jeden Denkt Fall. Anders. Ganz komisch. Mona macht uns jetzt gerade Frühstück und das heißt auch, wir beenden den Vlog an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, abonniert diesen Kanal, folgt uns auf Instagram und aktiviert die Glocke. Juhu! Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz lieb. Bis dahin. Tschüss.